Skelett, ey. Das geht ja mal gar nicht. Was ist jetzt mit Tobias los? Hey Leute und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Minecraft mit Tobi von Let's Game Production und den da, der gerade wegläuft, der vor mir, der da. Oh, ey, leck mich. Ey. Ja, ich bin letzte Folge gestorben. Da war ja was. Ja. Was deine In dieser Sachen? Wunderschönen Schlucht. Nein, die Sachen habe ich nicht. Oh. Na, war ja nicht viel. Also von da. Gut. Ich bin dann mal ein bisschen Holz klopfen. Moment, dann. Ah, ein Ei. Und. Wir könnten auch langsam Essen gebrauchen. Ja, das stimmt allerdings. Wir haben auch heute wieder ein Gesprächsthema vorbereitet. Und zwar geht es heute um das Samsung Galaxy S4. Genau, ich finde es eigentlich mehr oder weniger unnötig. Warte, okay, dann fängst du immer an mit Reden. Also dann bist du zuerst dran mit denen labern und dann ich. Ja, okay, also ich finde es eigentlich relativ unnötig, weil es dasselbe wie es S3 sein soll, bloß etwas größer und grafisch natürlich besser. Und ich finde, das ist einfach nur Abzocke in meinen Augen. Die bringen da jetzt was Neues raus und das 800 € kostet. Das wird jetzt am 27. oder so verkauft. Und in meinen Augen ist das eigentlich pure Abzocke, was die da machen. Weil es genau dasselbe kann wie das S3. Also, meine Meinung ist ähnlich, aber nicht dieselbe. Also, meiner Meinung nach finde ich generell, dass die aktuelle Handybranche, wenn das so heißt, dass das momentan sehr mau ist an Neuerungen. Weil ich glaube, iPhone 5, Samsung Galaxy S3 und schieß mich tot, die ganzen Handys haben kaum alle Neuerungen, finde ich. Ja, und das ist ja auch jetzt bei Apple so, die machen das ja jetzt schon seit Jahren so und kommen damit immer wieder durch. Zum Beispiel jetzt, die haben das iPhone 4, machen dann das iPhone 4S, packen da das FaceTime rein, machen jetzt das iPhone 5 mit kaum Neuerungen, dann haben sie das iPad rausgebracht und jetzt das iPad Mini, was genau dasselbe kann wie das iPad 3, bloß dass es kleiner ist und noch ein bisschen teurer war, dann halt auch so vielleicht 100 € weniger gekostet hat. Aber ob ich jetzt 100 € weniger ausgebe oder ich nehme Strick und erschieße mich, ne? Also. Ich finde, dass das iPhone 5 hat jetzt nicht so viele Neuerungen. Also ich habe ja selber ein iPhone und ich finde es eigentlich auch ganz gut, aber ich informiere mich auch um die Neuerungen. LOL. Und ich habe eine Kartoffel gedroppt. Ja, schön, und ich werde hier von 500.000 Zombies tot gemacht und bin wieder gleich selber tot. Ah ja, eine Todesliste wollten wir hier einführen. Also das mache ich auch. Ja, ich stehe gleich wieder drauf, weil ich habe noch 3,5 Herzen. Ja. Nee, 2,5 sind jetzt nur noch. Also, um zurück zum iPhone zu kommen, ich habe ja selber eins und ich habe mich auch etwas um die Neuerungen informiert. Also, die größten Neuerungen von iPhone 3GS auf iPhone 4, das war Siri. Von iPhone 4 auf iPhone 4S war FaceTime. Ich glaube, das war auch schon beim iPhone 4. Weiß ich gerade nicht. Nee, das ist mit dem 4S rausgekommen. Ja, gut dann. Und bei iPhone 5 diese eine Fotofunktion mit diesen einen Rahmen. Ach, Panorama. Genau. Ja, das stimmt, sind das so die groben Neuerungen. Und beim ich interessiere mich auch jetzt nicht so sehr für Samsung. Ich mag auch die Handys nicht so sehr, aber Ja. Und ich bin gleich tot. Warte, ich such dich mal. Ich habe wieder etwas Eisen dabei. Wir können ja schon mal anfangen, uns ein sicheres Gemäuer zu bauen. Nein! Schlange, Schlange, weg, 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 weg. Oh, die hat. Oh, noch ein halbes Herz, ey. Warte, im Ofen liegt etwas Essen. Leute, ich hab Lehm. Woher? Und wo ist unser Haus? Unser Haus ist doch auf diesem Hügel. Ach, da. Ach ja, und ich habe
wen es interessiert, Moment, Optifine installiert, yay. Wow, und, ich nicht. Und was ich nicht erwähnt habe, wir spielen mit den Janina Craft Texturenpaket. Ich spiele mit Full Face oder sonst ja. Irgendwie, wie das auch immer heißen mag. Ja. Ja, bin ich jetzt alleine hier? Ja, ich gehe jetzt erstmal lang. Und, ach, da steht Tobi schon. Und na, ganz toll. So eine Kackbratze von Skelett, ey. Das geht ja mal gar nicht. Was ist jetzt mit Tobias los? Wieder da, ich musste etwas mit meinem Vater diskutieren und ich bin währenddessen gestorben. Zum Glück habe ich ja und unsere Sachen wurden auch weggesprengt. Meine nicht, ich bin ja nur in na klar, nein, alles wurde weggesprengt. Ich bin in eine Spalte gefallen. Ja, aber unsere Schlucht, unser Minilager da wurde in die Luft gejagt. Ja, also wie ihr sehen könnt, sind wir ganz professionell und können auch super gut mit Monstern umgehen. Damit haben wir keine Probleme. Nein, voll nicht. Nö. Kann froh sein, dass es hier nicht kein Hardcore oder so ist. Oh, Alter, wir... Erste Folge wäre ich ja schon raus. Ja. So schnell Schwert. Nein! Wo ist denn jetzt unser Haus? Ich finde das gerade nicht. Auf einen Hügel. Ja, und auf welchen von diesen ganzen Hügeln? Da, wo ein Loch ist, ja. Toll. Das ist eine sehr, sehr effektive Aufnahme. Boah, ich sterbe gleich schon wieder. Ja. Oh, ich glaube, ich hab's gefunden. Ich glaube, das Schwein hat's überlebt, was da war. Ganz toll. Was für ein Schwein. Ahaha. Das Schwein hat Schwein gehabt. Bitte. Ich baue mal etwas Seide ab. Ja, Seide, kümmere dich lieber mal um unsere Sachen, ja. Ja, ich habe meine Sachen. Ich bin ja, und die anderen? Ja, die habe ich wiederum nicht. Oh. Ja, schön. Ist voll der Edodist, ey. Lass mich. Okay, jetzt schwimme ich kurz. Was ist denn dieser scheiß Hügel? Hast du nicht alle Sachen eingesammelt? Nee, ich bin ja in die Schlucht gegangen, um meine Sachen noch zu retten. Hey, du bist damit hochgegangen. Ah, hier sind sie doch. Oh Junge, gleich klatscht es, dummes Skelett, ey. Ach so, ich dachte, du meinst mich. Wie so oft auch. Oh, Alter. Ja, warte, komm noch mal, ich bin jetzt wieder tot hier. Bist du nicht? Nein, voll nicht. Verpiss dich. Ist ja nicht so, dass ich nur noch ein halbes Herz hatte. Nein. Ja, ich krabbe mich gerade. Ist alles okay. Wie ihr sehen könnt, oh, ist das Let's Play auf einem sehr guten Stern. Ja, wow, du bist doch mit mir gestorben. Du kannst gar nicht deine Sachen in der Schlucht verloren haben. Ich bin dann weggerannt und wurde dann von einem. Doch, ich bin weggerannt und bin dann in eine Schlucht geschossen worden. Wir sind nicht gemeinsam gestorben. So weit kannst du gar nicht von dem Krieger katapultiert werden, weil der Krieger direkt hinter dir. Du standst doch direkt vor mir. Guck doch die Aufnahme. Ja, mach ich auch. Komm mal hoch. Auf jeden Fall grab ich mich jetzt in irgendeinem billigen Feld, weil ich habe keinen Bock hier auf dieser hässlichen. Mann, in der Folge haben wir sehr viel geschafft. Ja, super viel. Na, ich glaube, ich muss nämlich unten. Ah, nee, na, Schlucht ist dumm. Wollen wir uns einen anderen Ort zum Leben aussuchen? Also hier in der Nähe? Ja. Gut, komm, wir machen. Ja, oder lass doch hier bleiben. Ich baue mich da jetzt in den Hügel rein. Konsequent, so. Ich habe sogar Kohle gefunden. Brauchst du Essen? Gerade nicht. Ich bin ja wieder gestorben. Ja. Ich war Level 4. Ist zwar nicht so hoch, aber... Ich war Level 3 oder so. Ach ja, die Folge ist gleich zu Ende. Ja. Egal. Etwas Holz baue ich noch ab.
Schön für die Folge. Ja. Ich werde diese Folge auf YouTube abonnieren. Ja. Ah, nee. Ach Mist, das geht ja gar nicht. In echten Leben, bei irgendwelchen sinnlosen Sachen. Man muss einfach irgendwie, das und das werde ich bei YouTube abonnieren. Das kommt gut. Ja. Super gut. Bei uns in der Klasse ist das so ein Running Gag geworden. Ja, unsere Klasse ist ja auch dumm. Ey, eigentlich sag nur ich das, aber egal. Trotzdem ist unsere Klasse dumm, ey. Ich mag die übelst, ich werde auch die Schule wechseln jetzt. Ja. Ja. Konsequent. Ja, konsequent. Ja. Ich keinen Bock mehr auf diese Scheißschule habe. Es ist ein IGS. Eine Gesamtschule. So, erstmal wieder eine neue Kiste bauen. So, dann sichere ich mal kurz Eisen etc. So. Okay, und nun, jetzt werde ich den Berg abtragen. Irgendwie habe ich gerade eine Nachricht über Skype bekommen oder so. Warte mal. Marc? Oh, es ist gerade. Gerade ist etwas mit dem Anruf über Marc passiert und. Gerade können wir irgendwie nicht mehr miteinander telefonieren. Ich weiß nicht, woran es liegt und ich werde jetzt den Server verlassen. Also, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Dann beende ich die einfach mal ohne Marc und bis zur nächsten Folge. Ciao.